Gattuso, der Nationaltrainer war und einen Spieler namens Guardiola damals hatte. Osasuna kaum mit Kontern, dann mal 81. Minute. Und da kommt der junge Muniesa. Und das Foulspiel gegen Hidalgo. Und Schiedsrichter Perez aus Madrid zeigt rot. Eine harte Entscheidung. Der 17-Jährige in seinem allerersten Spiel in der Primera División. Natürlich war es ein Foul, aber war es denn auch wirklich rot? Einer der ganz wenigen Konter der Gäste. Pep Guardiola ärgert sich. Höhnischer Applaus gegen den Schiedsrichter und auch der Trainer des FC Barcelona bekommt die rote Karte und soll auf die Tribüne. Hektische Situation. Da haben wir nochmal das Foul. Muniesa gegen Hidalgo. Natürlich geht er da übermotiviert rein. Natürlich erwischt er ihn. Natürlich ist das den Regeln entsprechend vertretbar. Aber es war trotzdem eine harte Entscheidung. Wie gesagt, vertretbar, aber sehr konsequent. Die Reaktion von Guardiola, der gesamten Bank und auch des Publikums. Dann für meine Begriffe ein bisschen überzogen. Natürlich war Muniesa völlig am Boden zerstört, mit Tränen in den Augen. Die Fans beruhigten sich kaum, holten die weißen Taschentücher raus und pfiffen, was das Zeug hält, gegen den Schiedsrichter.